in einen neuen Bereich, in ein neues Gebiet. Nämlich hier ist die Dämonenruinen. Also ja, die haben ihren Namen nicht umsonst. Hier kommen alle Dämonen her. Und hier werde ich kurz rasten. Um das Leuchtfeuer richtig zu aktivieren. Und werde dann weitergehen. Beziehungsweise wieder zurückgehen. Weil die Dämonenruinen sind definitiv noch kein Ort für uns. Da kommen wir eh noch nicht sehr weit. Ich will lieber hier die Mauer einschlagen. Die nämlich auch ein Secret ist. Und hier ist zur Abwechslung mal so ein Eiermann. Und ja, das sind Eier auf seinem Rücken, mit dem wir reden können. Bin ich ein neuer Diener? Ich sage ja. Und ja, er geht uns jetzt aus dem Weg und wir dürfen mit seiner Lady reden. Mit der holden Maid. Nämlich mit ihr. Mit Quelags Schwester, wie man uns schwer erkennen kann. Das hier ist die holde Maid, die eigentlich keinen Namen hat. Aber manche nennen sie einfach Quelan. Also statt dem G hinten ein N. Gut, reden wir mit ihr. Wir verstehen sie leider nicht. Aber sie ist eine Feuerhüterin, also können wir bei ihr den Estus-Flakor verstärken. Und wir könnten bei ihr ein Eid leisten. Und mit ihr reden. So. Hier können wir jetzt auch nochmal rasten an ihrem Bonfire. Und uns verstärken. So. Sehr gut. Hast du uns noch was zu sagen? Also, wenn wir etwas brauchen, bei ihm können wir nämlich Gegenstände kaufen. Bis jetzt nur einen. Wir können Ausrüstung umwandeln, also die Pyromantieflamme, um genau zu sein. Und wir können reden. Ja, wir sollen dann die Lady und ihre Bedürfnisse. Also ja. Eingi, wie er heißt, macht uns schon mal klar, dass wir der seiner Lady nichts tun sollten, wenn wir nicht wollen, dass er uns ordentlich eins auf die Hucke gibt. Und das machen wir sowieso nicht, weil Quelan, also ich nenne sie jetzt Quelan, sie brauchen wir später noch. Sie ist für die Dämonenruinen wichtig. Also jedenfalls für meine Let's Story. Den Dämonenruinen. Für Newbies oder für die, die es nicht wollen, das was ich vorhabe, für die ist sie eigentlich ziemlich irrelevant. So, jetzt wieder durch Quelags Domäne durch. Denn wir haben die zweite Glocke geläutet. Das heißt, wir können die Schandstadt verlassen. Ganz einfach, indem wir hier den Weg nach oben zurücknehmen. So. Sind wir wieder in der Schandstadt. Von hier aus gehen wir erstmal zurück zum Leuchtfeuer. Behalten jetzt ruhig mal das Schild in der Hand. Anderes brauchen wir ja nicht mehr unbedingt. Also das Schlimmste mit dem Gift haben wir hinter uns. Ging hauptsächlich um die Blowdart-Sniper. Gut.
den hier weghauen. Das war mal eine Sturmattacke. Dich können wir auch weghauen. Hier kurz ans Leuchtfeuer, dass wir 20 Flakons haben und hier für alle Fälle eingeloggt sind. So, weil von hier aus haben wir es dann nicht mehr so weit. Au. Ah nein, heilen brauchen wir uns noch nicht. So, du weg und dann einfach hier hoch. Die Insekten und alles ignorieren. Vergiftet sind wir auch nicht. So. Wieder hier das Rad nach oben nehmen. Dumm, die dumm, die dumm. Und hier rüber rollen. Sehr schön. Hochklettern. Und jetzt wollen wir ganz nach oben. Dich ausschalten. Gibt es ein bisschen Heilung. Und hoch. Weiter hoch. Und ganz nach oben. Ah ja, hier geht es ja noch mal eins nach oben. Das müsste jetzt aber weit genug nach oben sein, oder? Nein, immer noch nicht. Weg mit dir. Hier war nichts versteckt. Hier sind nur nervige Insekten. So, Double Kill. So, hier nach unten. Hier liegt auch nichts. Also ja, wir klettern jetzt, wie man merkt, ziemlich weit hoch. Haben hier sogar eine Kiste. Neulonder Ruinenschlüssel. Ein neuer Schlüssel mal. Die Schlüssel zum Öffnen des Eisengitters zwischen den Ruinen von Neulondo und des Drachentals. Die Ruinen von Neulondo wurden versiegelt, um die dort lebenden verfluchten Geister wegzusperren, die eine Bedrohung für Leib und Seele darstellen. Der Legende nach soll dort eine schreckliche Finsternis existieren. Ja, die vier Könige, von denen haben wir bereits gehört. So. Hallo Knüppel. Komm her, Knüppel. So. Ja. Au. Genau, schrei. Wenn du schreist, kann ich dir einfach ein paar verpassen. Und noch ein Jauche-Küchlein. Ja, die droppen ziemlich oft Jauche-Küchlein. So. Vorsichtig sein hier, dass nicht der zweite auch gleich mitkommt, weil gegen zwei auf einmal habe ich keine Lust. So, du schlägst hier zu und kommst noch ein Stückchen weg. So. Genau, Brüll. Gegen Brüllen habe ich nichts. So. Dagegen, dass du stirbst, habe ich erst recht nichts. So, der letzte. Genau. Mach irgendwas. Ich steche dir in den Rücken. Und dann schlage ich dich tot. Und heile mich auch noch voll. So. Wir haben ja jetzt den Neulondo-Ruinenschlüssel bekommen. Der lag da nicht umsonst.
Nämlich, wenn wir hier einfach rausgehen, sind wir im Drachental. Und ja, das Drachental ist ein Ort, den wir gleich nochmal aufsuchen werden. Erst einmal schnappe ich mir hier die Seele. Gut. Den Gegenstand, den Loot, oder wie man es auch immer nennen möchte. Hier ist übrigens ein hübscher kleiner Bug. Wenn man nämlich auf dieser Seite steht, denkt man, hier geht es nirgendwo weiter. Obwohl man da drüben den Weg weiter sehen kann, aber hier fehlt irgendwas. Hier kommt man nicht rüber. Weil man von dieser Seite die Brücke nicht sehen kann. Das geht nur von der anderen Seite. Aber auf die Seite gehe ich erstmal nicht rüber. Sondern ich öffne erstmal hier die Tür. Genau, für die habe ich nämlich den Ruinenschlüssel gebraucht. Und wir betreten zum ersten Mal, glaube ich, die Ruinen von Neu-Londo. Ja, eine unterirdische, geflutete Stadt. Und hier begegnen wir einem neuen Freund. Hm? Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Ja. Der nächste Schmied, den wir gefunden haben. Rickard aus Vinheim. Hm? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. No intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Ja, also er kann unsere Waffen verstärken und Rüstungen verstärken, wie es der Schmied auch kann. Also wie es André auch kann. Er ist nämlich ja auch ein Schmied hier. Und er kann unsere Waffen magisch machen. Was allerdings nicht notwendig ist. Ausrüstung reparieren könnte ich bei ihm mal. Das könnte ich so oder so auch, aber wenn wir schon hier sind. Und wir können bei ihm Sachen kaufen. Hauptsächlich Zauber. Die wir nicht brauchen. Antreten. What is it? There's nothing to talk about. We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Ja, er ist ein ziemlicher Feigling. Big hand. Of course I've heard of it. Who hasn't in Vinheim? He was a royal member of Dragon School until he turned undead. I hear he was quite the character. Only that was 100 years ago. What interest have you in the old eccentric now? Einfach so. Sorcery? Don't ask me how it actually works. We only fiddle and forge until it works itself in. That's how we do it in Vinheim. We prefer to leave the theorizing to those uppity scholars. Also ja, die werfen einfach alles Mögliche in den Topf und dann warten sie, dass es explodiert in Vinheim. Ganz toll. What is it? Nothing to talk. We're both cursed. Und ansonsten hat es nichts mehr zu sagen. Goodbye then. Keep your head on up. You really help break the monotony. Ja, er sitzt lieber da in der Zelle und wartet darauf, dass so jemand wie ich kommt und bei ihm Sachen schmiedet. Ja. Ich schnappe jetzt lieber jedenfalls die Seele hier. Und gehe eine Etage höher. Denn hier, genau, ist ein Aufzug, den wir rufen müssen. Gut. Und hier können wir hoch. Und zurück an einen uns sehr wohl bekannten und sehr wichtigen Ort.